Hallo, ihr Lieben. Ja, mich beschäftigt jetzt schon etwas länger eine Frage und ich hatte heute ein nettes Gespräch und bin der Sache auch um einiges näher gekommen. Und dabei dachte ich mir so: Hey, ich stelle die Frage einfach mal an euch und bin mal gespannt, was ihr da so für Ideen habt. Und zwar geht es so darum: Ja, ich habe mir jetzt schon seit längerem überlegt, okay, was schenkt man einem Teenager zum Geburtstag? An sich eh schon schwierig, aber bisher sind mir da immer gute Ideen gekommen und auch wenn ich anderen so Tipps gegeben habe, das war eigentlich immer okay. Aber was schenkt man einem Teenager-Mädchen, das im Grunde eigentlich alles hat und jeden Wunsch soweit auch erfüllt bekommt? Was schenkt man so einem Teenager dann? Ja, das ist etwas sehr, sehr schwierig und deswegen hatte ich mich da, wie gesagt, heute auch da unterhalten. Und ja, den Tipp, den ich da heute bekommen habe, wie gesagt, den fand ich ganz interessant. Ich glaube, das werde ich auch umsetzen. Wird zwar, denke ich mal, im ersten Moment vielleicht nicht so der Burner sein, aber ja, ich denke schon, der Gedanke ist ganz gut. Allerdings, wie gesagt, ich würde es gerne einfach mal an euch so weitergeben. Was würdet ihr einem Teenager schenken, der im Grunde alles hat? Und ja klar, mir ist auch schon gesagt worden, ja, warum machst du ja so einen Kopf? Ist doch gar nicht nötig und ist ja auch nicht dein Kind. Und ja, aber A bin ich einfach so und B, ja, sie ist die Tochter von meiner Partnerin und somit. Natürlich geht mich das was an, interessiert mich auch und möchte ich auch, dass sie glücklich und zufrieden ist. Und deswegen überlege ich dann natürlich auch nach dem, was ich denke, richtigen Geburtstagsgeschenk. Und nein, dabei muss es aus meiner Sicht definitiv auch nicht um Geld gehen, weil ist aus meiner Sicht sowieso immer nicht das wirklich Wahre. Man macht sich, wie gesagt, natürlich auch entsprechend die Gedanken und möchte auch, dass das Kind dennoch oder der Teenager Freude hat, Spaß hat und von daher, ihr seid gefragt. Ich bin gespannt und hey Leute, ich habe nicht mehr viel Zeit dafür. Alles klar, macht's gut.